So, es ist wieder soweit, es ist Zeit für Subnautica. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir stehen hier in den leeren Hallen unserer frisch angelegten neuen Basis, unserer zweiten Basis. Und ich würde sagen, oh, es wird dunkel, glaube ich. Ich würde sagen, heute packen wir noch die Basics rein. Mal gucken, was wir mit dem Material noch hinkriegen, was wir hier oben im Zyklopen noch haben. Ich würde jetzt mal beginnen mit Pflanztöpfen, dass wir da auf der sicheren Seite sind. Wir haben hier oben zwar relativ viel zu essen, aber ich denke doch bei weitem noch nicht genug. Ein paar Schränke sollten unten rein. Also all diese Dinge. Und ich wollte gerade mal Silikongummi mitnehmen, denn ich glaube, das nehmen wir auch noch mit. Ein Wässerchen nehmen wir auch noch mit. Jetzt trinken wir gerade mal einen Schluck. Gluck, gluck, gluck. Und dann schnappen wir uns hier so... auch Inventory full. Na gut, für eins reicht's. Wir fangen auf jeden Fall an mit den Pflanztöpfen, dass wir unten in der Basis direkt was zu essen haben. Ich denke, das ist somit das Wichtigste zu einer Basis, dass wir, falls irgendwas passiert, immer Nahrung da haben, ne? So, wo packen wir das hin? Eigentlich völlig egal. Ich habe nur mein Konstruktionswerkzeug wieder nicht einstecken. Auf die 5. Die Töpfe waren da. Welchen nehmen wir? Eigentlich völlig Wurst. Wir könnten auch... Komm, wir nehmen gleich so einen. Möglichst nah an die Wand. Na komm. Bin da immer so ganz genau. Ich habe das immer alles ganz gern rechtwinklig. So, und da können wir jetzt doch schon mal ein so ein Ding hier reinschmeißen. Da passen nämlich 4 Stück rein. Das reicht auf jeden Fall. Dann können hier schön die Beete wachsen, die Bäume gedeihen. Und ich wollte jetzt mal gucken, ob wir genug Material haben für eine Luke. Haben wir. Denn wir wissen ja, das gibt immer Stabilität. Warum geht da eine rein und da nicht? Das ist jetzt auch neu. Okay, dann machen wir sie eben hier rein. Völlig egal, mir geht es darum, dass wir hier die Stabilität von unserer Basis bewahren. So, gibt nämlich 3 zur Hüllenstärke dazu. Wupp. Einmal öffnen. Bei uns sind die Türen immer offen. Hier kann reinkommen, wer möchte. So, und jetzt wäre es, glaube ich, noch ganz intelligent, wenn wir zumindest... Ach, da haben wir jetzt kein Quarz für. Naja, dann müssen wir uns erstmal mit denen hier behelfen. Wenn wir hier 1, 2 Spinnen an die Wand hängen. Den dahin. Und den... dahin. Dass wir zumindest ein bisschen Material hier reinschmeißen können, ne? Nein, ich wollte da jetzt eigentlich nichts ändern. Das darf gerne bleiben, wie es ist. So, einmal da rein. Und da packen wir jetzt erstmal das Zeug rein. Dass wir einfach Platz im Inventar haben. So, es ist dunkel, wie immer. Heißt, ich würde eigentlich gerne noch ganz kurz gucken, ob wir noch irgendetwas Wichtiges hier... Das sind alles so Sachen, die können wir noch Stück für Stück bauen. Energie sollten wir genug haben, um zumindest hier voranzukommen. Und für sowas fehlt uns momentan wirklich noch das Material. Wir müssen gucken, dass wir Titan rankriegen. Wir brauchen 2 Blei. Schmierstoff haben wir. Also jede Menge Titan sammeln und vor allem Blei. Da wir ja leider wissen, wie kompliziert es ist, an Blei zu kommen, müssen wir uns da jetzt ein bisschen was einfallen lassen. Ich würde es als allererstes aber mal nochmal kurz in den Zyklopen klettern. Gucken, was wir da oben noch haben. Da müsste noch was drin gewesen sein. Ne, da war nur noch Wasser drin. Das passt, das darf da drin sein. Und hier... Das nehmen wir noch mit runter. Sicher ist sicher. So, dann nochmal hier kurz was futtern. Und wir müssen noch welche mit runternehmen. Iss mein Großer. Inventory full. Wir mampfen das jetzt einfach komplett... alles in uns rein. Hier wächst so viel dran. Da geht es wirklich über Masse, ne? So, jetzt braucht man noch 3 Stück für unten. 1, 2, 3. Perfekt. Die pflanzen wir jetzt noch fix an. Hoffentlich wird es dann bald wieder hell. Wobei ich glaube, es wurde gerade erst dunkel. Ja, ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Also hier ist es wirklich dunkel, dunkel, ne? Hier ist es wirklich dunkel, dunkel. Aber hier drin ist ja hell. Dann ist ja alles gut. So, Baum. 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 Sehr schön. Dann sollte das
auch gesichert sein. Wir können hier unten zwar aktuell noch nichts herstellen, wir haben keinen Fabrikator, aber ich glaube, da wir drüben den Zyklopen stehen haben, ist das momentan nicht ganz so wichtig. Mir geht es jetzt erstmal primär darum, hier wirklich Material ranzuschaffen. Ich habe keine Ahnung, wie die Beschaffenheit hier ist, ob man hier viel findet oder eher gar nichts. Das werden wir sehen. Wie gesagt, aber Ziel Nummer 1 ist jetzt erstmal das Dock zu bauen und dann kümmern wir uns um den Scannerraum. Ich weiß, dass der Scannerraum vermutlich intelligenter wäre, zuerst zu bauen. Ne? Aber jetzt haben wir das schon. Jetzt haben wir das hier schon alles soweit fertig. Ich würde sagen, wir machen es so wie geplant. Wir bleiben jetzt an unserem Plan dran. Wir kümmern uns erst um den Raum und dann um den Scannerraum selbst. Jetzt gucken wir mal, wie die Beschaffenheiten hier sind. Da ist schon mal Quarz, das ist schon mal gut. Den brauchen wir. Natürlich aufpassen, dass wir hier von nichts gebissen und gefressen werden, ne? Das Spiel kennen wir ja. Fressen und gefressen werden ist auch in Subnautica immer das Gleiche. Was haben wir? Kupfer. Kupfer ist auch wichtig. Kupfer brauchen wir, wenn wir auch jede Menge brauchen. Titan brauchen wir auch. Da unten ist wieder ein Quarz. Sehr, sehr schön. Ach ja, jetzt gucken wir uns hier einfach ein bisschen um. Wir werden schon das Nötige finden, was wir brauchen. Da scheint Schrott zu sein. Jawohl. Jede Menge davon brauchen wir ja auch. Was liegt da? Wo war das? Ich konnte doch hier gerade was scannen, oder? Ich glaube, ich werde senil. Ich dachte gerade, dort etwas gesehen zu haben, da war gar nichts. Seltsam. Sehr, sehr seltsam. Ja, das Alter. Es wird auch mich treffen, habe ich das Gefühl. Boah, das ist wieder so ein mega fieses Etwas. Da packen wir die Taschenlampe aus. Hier müssen wir wirklich aufpassen, hier müssen wir sehen. Wenn wir hier nicht aufpassen, haben wir gleich wieder diese Giftstacheldinger an uns und das muss nicht unbedingt sein. Aber hier ist ziemlich viel Zeug. Was bist du? Du bist nichts. Gold. Jawohl, ein Blei haben wir. Ist hier unten das letzte Blei, das wir brauchen? Jawohl. Schön. Bis jetzt läuft es doch ganz gut. Gott, was ist denn da? Sah nur gefährlich aus. Ich habe immer Angst, wenn es anfängt zu leuchten, dass es gefährlich ist, aber hier scheint es zu gehen. Hier scheint es zu gehen. So, wo war der Ausgang? Da, den nehmen wir auch noch mit. Quarz haben wir ja gesagt, brauchen wir auch noch jede Menge. Und jetzt müssen wir uns mal langsam zurück zu unserer Motte machen. Zwecks Sauerstoff. Aber das nehmen wir noch mit. Das nehmen wir noch mit. Also vom Ding her, ich glaube, wir haben hier ein Biom erwischt. Das ist gar nicht so schlecht. Hier könnte relativ viel am Material sein. Gucken wir doch gerade mal in unser Inventar rein. Oh, das sieht doch schon ganz gut aus. Ein bisschen was können wir noch mitnehmen. Dann gucken wir doch hier noch ein bisschen. Was liegt da? Was bist du? Das kenne ich nicht. Das habe ich noch nie gesehen. Bioreaktorfragment. Okay. Gehst du weg? Ich sag's dir im Guten. Sandhai scannen. Ist das so eine gute Idee? Glaube eher nicht. Noch ein Blei. Perfekt. Ich finde, hier sieht es irgendwie cool aus. Hier gefällt es mir. Hier hätten wir auch bauen können. Wobei, wir sind gar nicht so weit weg. Da kommt wieder so ein... Ich mag die. Am Anfang hatte ich wahnsinnige Angst vor denen. Bis einer von euch sagte, hey, du brauchst dir da gar keinen Kopf machen. Die sind ganz lieb und die tun dir auch nichts, wenn du ihnen was tust. Und seitdem mag ich die umso mehr. Keine Angst mehr vor ihnen und ich finde sie richtig schön.
So, das werden wir nicht mehr mitnehmen können. Genau, unser Inventar ist voll. Ach, wisst ihr was? Dann kommen wir einfach nochmal. Wie gesagt, wir haben es ja überhaupt nicht eilig. Das ist ja das Schöne. Wir haben es überhaupt nicht eilig. Inventar, jawohl, ist voll. Dann haben wir zumindest schon mal ein bisschen was. Jetzt gucken wir mal. Wir müssen eh in den Zyklopen rein, um das Ganze herzustellen. Und so bauen wir uns da Stück für Stück einfach unsere... Ui. Stück für Stück. Oh, du kannst was, was... Oh, jetzt ist er rausgebackt. Cool, cool. So. Da geht's entlang. Jetzt können wir schon mal gucken, was wir aufbauen können. Ob wir schon genug in der Tasche haben, um hier zu beginnen. Oh. Man sollte auch das richtige Werkzeug in die Hand nehmen. Ne, wir brauchen erst die Titanbahn. Okay. Dann machen wir uns doch ein... Wow. Ja, du darfst öffnen. Wir müssen mit dem Zyklopen mal ein Stückchen auftauchen. Sonst bleiben wir ständig da oben hängen. Also ein kleines Stückchen müssen wir mal ganz kurz hoch. Einmal Maschine an. Also 5, 6 Meter höher. Jawohl. Oh, wir müssen erst ausmachen. Das vergesse ich immer. Sonst brauchen wir wahrscheinlich wahnsinnig viel Energie. So. Wir waren hier, wir waren dort. Jetzt gucken wir mal am Fabrikator, ob wir da schon Titanbarren herstellen können. Nee, wir haben erst 6. Okay, das ist enttäuschend. Ich dachte, wir hätten schon mehr. Aber macht nichts. Alles mal da reinschmeißen. Und dann gehen wir jetzt mal primär auf die Suche nach Titan. Und dann sollte das Ganze doch funktionieren. Wahnsinn, die Zeit rennt schon wieder. Wenn man hier was zu tun hat, da geht die Zeit wirklich im Flug. Ne? Das ist verrückt. Aber auf der anderen Seite ja auch wirklich schön. Deswegen mag ich das Spiel ja so. Man kann hier Stunden verbringen und hat Stunden seinen Spaß und irgendwie wiederholt sich's nicht. Auch wenn wir jetzt zum zweiten Mal eine Base aufbauen, es fühlt sich irgendwie gut an. Das scannen wir alles weg, das gibt alles Titan. Da unten hatte ich noch ein Stück gesehen, ich glaube, das ist von der Motte. Jawohl, auch du gibst Titan. Wir gucken einfach mal. Da drüben, da ist bestimmt noch Schrott und so weiter. Da sehe ich schon das erste Teil. Ah ja, hier liegt so viel rum. Ich nehme mal mit. Nehmt euch alle mit. Alle. Dich nehmen wir mit. Dich scannen wir. Dich scannen wir. Wupp, wupp, wupp. Da unten ist noch so ein Knüppel. Silber, perfekt. Kupfer brauchen wir auch wieder dringend. Es gab mal eine Zeit, da hatten wir so viel Kupfer, da wusste man gar nicht, wohin mit. Und jetzt wird es langsam knapp, ne? Ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Es ist ein richtig schönes Ich kann heute nicht sprechen. Es ist ein richtig schönes Biom hier. Mir gefällt es hier echt ganz gut. Und da oben auf unserem Hügel, das macht schon was her. Das macht schon was her. Das passt. Inventar voll. Oh Gott. Okay. Dann schnell zur Motte und zurück. Damit hatte ich nicht gerechnet, dass es so schnell geht. Da ist wieder so ein böser Sandhai. Lässt uns mal in Ruhe. Da drüben schwebt er wieder. So, vielleicht schaffen wir es heute noch, das Tauchdock zu machen. Ich weiß es nicht, aber wie gesagt, wir haben ja auch überhaupt keine Eile. Also ich zumindest nicht. Na, da ist auch noch was los, ne? Da können wir noch ein bisschen was scannen. Bin jetzt gerade in die falsche Richtung geschwebt. Immer Richtung Zyklop. MS Memmi, da müssen wir hin. Also was uns die Motte hier schon an treuen Diensten erwiesen hat, muss man wirklich sagen, ne? So, mach mal die Luke auf. Wupp. All Systems Online. So, jetzt müssen wir erstmal in den Fabrikator und müssen hier mal einiges an Titan herstellen. So,
für einen Barren reicht's schon. Das ist gut. Gucken wir mal. Ob wir schon zwei hinkriegen. Wenn nicht, müsste... Jawohl, reicht schon für zwei. Sehr schön. Wunderbar. So, den Rest wie immer hier rein. Die Titanbarren behalten wir. Jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, wir brauchten zwei Blei, hatten wir gesagt, ne? Und den Schmierstoff. Wobei, ich glaube, den Schmierstoff haben wir schon in die Basis gepackt. Dann ab zur Basis. Ab zur Basis. Ich hoffe, der passt hier. Wobei, wenn es nicht passt, haben wir ja gelernt, wir können einfach abbauen. Ja, jetzt fehlt der Schmierstoff. Das war zu erwarten. So, hat man den da reingepackt? Jawohl, da ist er. So, und ich hoffe, das klappt so, wie ich das hier... Jawohl! Minus 5. Uiuiuiui. Perfekt, aber jetzt können wir die Motte hier einlagern. Denn die brauchen wir jetzt aktuell nicht im Zyklopen, sondern eigentlich wirklich hier, ne? Sehr, sehr cool. Dann machen wir doch den Schrank weitestgehend leer. Wie wir halt reinpassen, ne? In unser Inventar. Und schnappen uns die Motte. Jetzt darfst du dein neues, zweites Zuhause darfst du dir jetzt angucken. Och ja, da kann man doch schön reinfahren. Fast besser als im alten. In unserer anderen Basis hier, ne? Wupp! Wunderbar. Ja, klasse. Emmy ist wieder ins Wasser gefallen. Wunderbar. Tauchdock ist fertig. Sehr schön. Hier kommen natürlich dann die Lagerräume rein. Klar. Das machen wir alles noch ordentlich. Wir sollten es hier vielleicht auch gleich ein bisschen sortieren. Dann packen wir doch hier mal das... Ich nenne es mal das... Alles andere rein, außer Titan. Denn Titan werden wir vermutlich am meisten brauchen. Wupp, 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 wupp. Dann hatte ich jetzt da, glaube ich, noch einen Titan drin gelassen. Jawohl. Langsam wird das. Wie geht's unseren Bäumchen? Die wachsen auch brav vor sich hin. 64, 64, du bist schon bei 79. Auch das wird perfekt. Und jetzt würde ich sagen, Projektscannerraum. 5 Titan, 2 Kupfererz, Gold und Tischkorallenprobe. Das haben wir doch noch da. Düpp. Düpp, düpp. Düpp, düpp. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt kriegen wir aber vermutlich Probleme mit der Hüllenstärke, ne? Müssten noch so einen hier bauen. So einen, ne? So ein Shot. Aber das ging da nicht. Ich weiß nicht, warum das nicht ging. Aber ich konnte hier... Oh, jetzt ist er wieder gerannt. Dann ging es wieder nicht. Ich kann hier keinen Shot einbauen. Das ist ein bisschen doof. Und hier ist schon eins drin. Das heißt, meine Shot... Hier geht noch eins hin. Jetzt bräuchten wir ein Silikongummi. Das machen wir auf jeden Fall zuerst. Mir ist es gerade ehrlich gesagt etwas zu gefährlich, da jetzt den Scannerraum hinzupacken. Ohne zu wissen, ob das funktioniert. Und so ein Silikongummi ist doch relativ schnell gefarmt. Wir müssen nur in Richtung zu uns nach Hause. Da waren so Pflanzen. Da schnappen wir uns gerade so ein paar Pflanzen. Und dann haben wir auf jeden Fall alles da. Dann machen wir da noch so einen Shot rein. Komm. Kleiner Kollege. Wupp. So, wo war... Da war... Hier war doch in der Nähe schon das Biom, meine ich. Zumindest war es nicht allzu weit weg. Da gehe ich lieber auf Nummer sicher. Machen wir uns die Mühe und bauen da noch so einen Shot hin, bevor das schief geht. Das muss nicht sein. Nicht, dass uns das Ding wieder zusammenbricht und dann kommt da Wasser rein und... Ihr wisst schon, ne? Hatten wir alle schon, brauchen wir nicht nochmal. Genau, da sind sie schon. So, Silikongummi machte man aber, glaube ich, nicht aus den leuchtenden Dingern, sondern aus dem abgeernteten, ne? Schmierstoff war dieses... das andere Zeugs da.
So, und da müssen wir einfach mal den hier machen. Jawohl, ja. Perfekt. Das machen wir jetzt noch. Dann überziehen wir halt einfach ein bisschen. Das ist uns jetzt egal. Dann bringen wir das hier zum Abschluss. Und dann können wir uns beim nächsten Mal direkt darum kümmern, dass wir den Scannerraum da vernünftig hinbauen. Ich glaube, dazu brauchen wir auch, auch kein Material mehr. Ich glaube, das hatten wir jetzt alles. Das heißt, beim nächsten Mal müssen wir uns einen schönen Platz raussuchen. Und dann bauen wir in aller Gemütlichkeit unseren Scannerraum dahin. Dann hat das auch alles seine Ordnung. Nee, ich finde das Biom hier schön. Gefällt mir. Und die angrenzenden Biome sind auch schön. Wir sind hier nicht im super gefährlichen Bereich. Ich glaube, das war eine ganz gute Entscheidung. So. Jetzt muss ich mich natürlich hier noch zurechtfinden. Ist wieder alles anders als in der anderen Basis. Dekonstruieren. Was? Inventar voll. Mach sowas nicht. Tu das weg. Wieso kann er das denn nicht fallen lassen? Sowas Doofes. Das ist immer das Gefährliche, wenn man etwas baut und es nicht fertig macht. Ah Mist, ich muss ja in den Zyklopen rein. Nein. Nein. Dann wird die Folge jetzt hier extra lang. Weil das machen wir jetzt auf jeden Fall noch in Ruhe zusammen fertig. So. Silikongummi. Das hätte ich gerne. Noch eins. Dann machen wir noch Fasergewebe. Das brauchen wir mit Sicherheit auch noch für irgendwas. So, perfekt. Und wieder raus. So, da ging noch eins rein. Ich weiß, es sieht zwar komisch aus, aber wir brauchen definitiv die Hüllenstärke. Perfekt, jetzt sind wir wieder bei 6,5. Ich glaube, das ist ein ganz guter Bereich. So, dann haben wir das für heute geschafft. Ich würde sagen, machen wir hier einen Cut. Beim nächsten Mal bauen wir dann direkt unseren Scannerraum auf und gucken mal, dass wir das Ding noch ein bisschen pimpen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, lasst ein Däumchen da und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!